innen heiß, außen kühl. Das hat eine Espresso-Tasse gemeinsam mit dem Isoform-System von Hein. Bereits in der Planungsphase entscheidet sich, ob ein Kunststoffprodukt kostengünstig und fehlerfrei hergestellt werden kann. Entscheidenden Einfluss darauf hat die Auslegung des Spritzgießwerkzeugs. Das Konstruktionsbüro Hein hat sich genau auf diese Aufgabe spezialisiert und mit Isoform ein System entwickelt, das neue Maßstäbe im Spritzguss setzt. Es sind zum Beispiel Maschinenhersteller wie Wittmann-Battenfeld, die aktuell Erfahrungen mit Isoform sammeln und die Vorteile schätzen. Moderne Druckguss- und Spritzgießbauteile müssen am Markt immer höheren Anforderungen gerecht werden, wie zum Beispiel neue Materialien, Oberflächenqualitäten und Prozesssicherheit. Und genau für diese Anforderungen bieten wir unser isoliertes Formkonzept Isoform. Das Isoform-Prinzip beruht auf der thermischen Trennung zwischen dem inneren Konturbereich und dem umgebenden Werkzeug. Während bislang häufig das gesamte Werkzeug aufgeheizt wurde, ermöglicht Isoform die energiesparende Aufheizung des Formkonturbereichs. Genau dort, wo die Wärme benötigt wird, auch mit zyklusabhängiger Temperierung. Neben der thermischen Trennung ist die konsequent mittige Zentrierung ein wichtiges Merkmal des Isoform-Systems. Sie erfolgt innen für die Formeinsätze durch keramische Zentrierungen, die auch der thermischen Trennung dienen. Die Gestaltung des Auswerferkastens dient der Abstützung der Formplatte und reduziert so die Durchbiegung. Das Isoform-Wechselwerkzeug ermöglicht einen einfachen Wechsel in kürzester Zeit, bei Bedarf auch mit dem Roboter. Im Grunde haben alle, die auf uns zukommen, sei es nun auf der Messe oder per Telefon oder per E-Mail, ein Ziel. Sie wollen zuverlässig Gutteile produzieren. Und das erreichen sie mit Isoform. Ob Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere, Druckguss oder physikalisches Schäumen, Isoform unterstützt den Kunststoffverarbeiter durch deutlich erhöhte Prozesssicherheit und langfristige Kostenreduktion. Innen heiß, außen kühl. Macht nicht nur bei Spritzgießwerkzeugen Sinn.